Körperabwehr reagiert auf eine fett- und kalorienreiche Kost ähnlich wie auf eine bakterielle Infektion und löst eine Art dauerhaften Alarmzustand aus. Dadurch reagiert die Abwehr schon bei kleinen Anlässen und mit starken Entzündungsreaktionen. Das kann langfristig Gefäßkrankheiten und sogar Diabetes fördern. Ja, da gehört, glaube ich, noch ein bisschen mehr dazu. Ist bestimmt wieder eine Studie. Komplexsystem. Wissen ist ein Neutrum. Erst die Gesellschaft macht daraus gut oder böse. Wir leben in einer scheinhumanistischen Gesellschaft, die uns bald vor Augen führen wird, wie wir uns haben verballhornen lassen. Die Masse läuft den pyramidalen Network-Marketing-Sträuchen hinterher. Hauptsache schöne Worte, wunderbar verpackt. Wirksamkeit, denkste. Sie fallen alle herein auf ihre Künste, bedenken kaum, das Erwachen ohne Geistesschutz wird grausam. Es ist schon zu erkennen. Hört denen zu, die belegtes Wissen für euch parat haben. Niemals diesen Ami-Hörigen. Wir müssen immer darauf achten, dass die möglichen Eintrittspforten eine natürliche Barriere haben. Dafür gibt es hervorragende Naturkomplexe. Aber immer in Verbindung mit Hightech sind sie um Längen besser, deswegen aber nicht unnatürlich synthetisch. Sie verfügen eben nur um das exzellent wirkende Nano-Shuttle-System, das ein Einschleusen von Vitalstoffen in die Zellen ermöglicht und um mindestens 50-80% erhöht. Das ist kein Eingriff in natürliche Prozesse, sondern ein Überwinden von Hemmschwellen, die warum auch immer vorhanden sind. Bioverfügbarkeit wird gemessen an der Resorptionsfähigkeit von angebotenen Komplexen für das Ankurbeln von Stoffwechselprozessen. Alle Eintrittspforten müssen also unter dem Gesichtspunkt der Filterung von absichtlich zugefügten Schadstoffen betrachtet werden. Dazu ist die hexagonale Magnetstimulation mit antigravitativen Eigenschaften von unabdingbarer Notwendigkeit. Es gibt auf diesem Planeten keine bessere. Und dafür steht TGT, Tesla, Krepennikov, Tech, Babsi, Antigravitation. Wir stehen vor extremen und boshaften Herausforderungen. Ohne derart hohes Wissen und dessen Anwendung haben wir nichts erreicht. Ihr könnt denen alle Lügen der Welt abkaufen. Es nützt euch absolut nichts. Darum ist es auch unter Patentschutz gestellt, heißt geschützte Rechte. Und die klauen die einfach und betiteln es dann auch noch mit eigenen Studien sozusagen. Studiert das angebotene Wissen, die Strategien zum Schutze des Lebens sehr genau. Ihr werdet nichts anderes finden, außer mit wunderschönen Worten und glänzend beschriebenen Lügen. Das ist der Meister der Lüge, Lucifer, unbestritten. Weltfinanzsystem Blase. 2018 ist erst wenige Tage alt, ein Jahr, das erneut viele Veränderungen mit sich bringen wird, die uns bis dato weder bekannt noch bewusst sind. Eine Änderung, die wir jedoch bereits wissen, ist, dass Janet Yellen, die bisherige FED-Vorsitzende, ihren Posten räumen und durch Jerome Powell ersetzt wird. Um aber gleich zu Beginn Missverständnisse auszuräumen, weder der FED-Chef noch die jeweiligen FED-Gouverneure bestimmen die eigentliche Politik der US-Notenbank. Die Regelungen, Vorgaben und Politik, denen die meisten Zentralbanken der Welt folgen, wird in Basel durch die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, sprich die BITS, diktiert. Zum Schuldigen am Crash wird Trump erklärt. Bitte selber weiterlesen unter Nummer 3. Washington, USA, Wirtschaft. Ist es so, wie Trump selbst meint, dass die US-Börsen wegen ihm so stark steigen und die US-Wirtschaft floriert? Donnerstag sagte Trump, als er bekannt gab, sich einem Gesundheitstest zu unterziehen, dass er mit absoluter Sicherheit erwartet, dass dieser Test in jeder Hinsicht positiv ausfalle. Wenn nicht, dann hätten die Börsen ein Problem. Trump setzt also seinen Gesundheitszustand gleich mit der Rallye bei den VS-Indizes. Florian Homm aber stellt die Frage, was hat die Rallye an der Wall Street mit Trump zu tun? Nicht viel, meint Homm. USA-Schattenregierung. Was wir Islamkritiker und besonders gut informierte Kommentatoren schon lange vermuten oder vermuteten, ist Wirklichkeit. Auch die USA wird nicht von denen regiert, die die Stimmen des Volkes erhalten haben. Laut dem ehemaligen CIA-Agenten Shipp sind die wahren Regenten der einzigen Supermacht eine Schattenregierung, die außerhalb der Verfassung regiere. An ihren verfassungswidrigen Geheimprogrammen seien Hunderttausende von Menschen beteiligt. Washington, Iran.
Auch jetzt hofft Washington wieder, im Iran einen Umsturz herbeiführen zu können. Es ist kaum anzunehmen, dass die Iraner nach der 2009 im Iran und später in Honduras, Libyen und vielen mehr zur beobachtenden Einflussnahme der VS-Regierung auf die Straße gehen, um in deren Auftrag ihre eigene Regierung zu stürzen. Sollten einige der, die im Iran protestierenden, so blind sein und werden sie dafür bezahlt, ihr eigenes Land zu verraten? Für Geld machen manche alles. Die Egomanie ist ganz einfach nur noch zum Kotzen. Kolumbien. In den letzten Wochen haben die Todesdrohungen der paramilitärischen Gaitan-Selbstverteidigungsgruppen gegen Landaktivisten in der nordwestlichen Region Bajo Atrato stark zugenommen. Dort sind ebenso zwei Bauernführer zwischen November und Dezember ermordet worden. All dies gehöre zu einer paramilitärisch-unternehmerischen Offensive gegen die Kleinbauerngemeinden. Peru. Bei landesweiten Demonstrationen in Peru haben tausende Menschen den Rücktritt von Präsident Kuczynski gefordert. Sie protestierten am Donnerstag gegen Kuczynskis Entscheidung, den wegen Menschenrechtsverbrechen verurteilten früheren Staatschef Fujimori zu begnadigen. Es kam zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Afrika, Washington. Die Vertreter von 54 afrikanischen VN-Mitgliedsländern haben VS-Präsident Trump aufgefordert, seine jüngsten rassistischen Äußerungen zurückzunehmen und eine Entschuldigung auszusprechen. Nach einer am Freitag tagenden vierstündigen Sondersitzung hatte eine Gruppe von 54 afrikanischen VN-Mitgliedstaaten die Trump-Aussagen als rassistisch bezeichnet und einen Skandal genannt. Israel, Deutschland. Der rechte Medienkonzern Israel National News veröffentlichte am Dienstag einen Leserbeitrag, in dem Israel dazu aufgerufen wird, Atombomben auf den Iran und Deutschland abzuwerfen, heißt es auf timeofisrael.com. Der Autor des Leserbeitrags Ben Eliyahu appelliert in seinem Artikel ans jüdische Volk, sich an seine Vernichtung durch die Nazis zu erinnern und Rache an Deutschland zu üben. 20, 30 Atombomben auf Berlin, München und so weiter und der Job ist erledigt. Ankara, Türkei, EU. Ankara wird laut dem türkischen EU-Minister Çelik eine privilegierte Partnerschaft mit der EU ablehnen. Çelik erklärte, wir lehnen eine privilegierte Partnerschaft mit der EU ab, denn wir glauben, niemand hat das Recht, Mitglied zweiter Klasse in den EU-Türkei-Beziehungen vorzuschlagen. Beijing, Washington, Iran. Nach der Ankündigung der USA, den Atomdeal mit dem Iran nur unter hohen Hürden fortzusetzen, hat China alle Seiten dazu aufgerufen, an geschlossenen Vereinbarungen festzuhalten. Der hart erkämpfte iranische Atomvertrag müsse respektiert werden, zitierte Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag Außenamtssprecher Lu. Korea, Washington. Die Vertreter Nord- und Südkoreas reden wieder miteinander. Der Norden nimmt an den Winterspielen im Süden teil. Ist das nun der Durchbruch im Korea-Konflikt? Wohl kaum. Denn der Schlüssel zur Lösung liegt nicht in Korea selbst, sondern in Washington. Als Gegenleistung oder Versuch der Beruhigung des großen Partners versicherte Moon, dass seine Regierung sich über den innerkoreanischen Dialog eng mit den USA abstimmen werde, was sie auch pflichtschuldig nach der ersten Verhandlungsrunde tat. Bitte selber weiterlesen unter Nummer 13. Moskau, Washington. Die USA planen erneut die Ausweitung der antirussischen Sanktionen. Laut Kreml-Sprecher Peskow wird es mit aller Sicherheit eine Reaktion von Moskau geben. Allerdings erst, nachdem die neue VS-Sanktionsliste offiziell vorliegt, meldeten russische Medien. Laut Peskow wird der russische Präsident Putin eine Entscheidung über mögliche Gegenmaßnahmen treffen, sobald das Dokument zu den neuen VS-Sanktionen offiziell von Washington veröffentlicht ist. Moskau-Pressekonferenz. Letzte Woche traf sich Russlands Präsident Putin mit russischen Journalisten. Lösung des Konflikts in der Donbass-Region, Beziehungen mit den USA sowie Entwicklung der Situation rund um die koreanische Halbinsel waren nur einige der Themen bei diesem Treffen.
Putin führte aus, wie er die derzeitigen amerikanisch-russischen Beziehungen einschätzt, was er von Kim Jong-un hält und ob eine Lösung des Donbass-Konflikts möglich ist. Video bitte selber anschauen. Moskau-Krim. Russlands S-400-Raketensysteme werden am Samstag in der Region Sewastopol auf der Krim Stellung beziehen, teilte der Pressedienst der Schwarzmeerflotte mit. Anfang letzter Woche sagte Kreml-Sprecher Peskow, dass die Ukraine die Provokationen an der Grenze zur Krim fortsetzt und Russland Schritte unternimmt, um die Sicherheit seines Territoriums zu gewährleisten. Dies sollte nicht als Bedrohung angesehen werden. Ukraine, Hypochondrie. Der ukrainische Ex-Generalstabschef Romanenko hat am Samstag im Interview mit dem ukrainischen Nachrichtenportal Apostroph seine Besorgnis über die mögliche Rückgabe der auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim stationierten ukrainischen Kriegsschiffe durch Russland geäußert. Ihm zufolge sollte diese Technik noch vor ihrer Rückgabe auf getarnte Sprengsätze sorgfältig geprüft werden. Warschau, Deutschland, VSA. Polen erwägt nach Angaben seines Botschafters in Berlin den Gang vor VS-Gerichte, um von Deutschland Reparationszahlungen wegen Schäden im Zweiten Weltkrieg zu erzwingen. Aus Archiven werde gegenwärtig Material zusammengetragen. Dann sollen sie aber auch das richtige Material zusammentragen. Schweiz, Deutschland. In der freiheitlichen Schweiz, deren Medien als das neue Westfernsehen gelten, schaut man seit Jahren besorgt auf die zunehmende Gleichschaltung aller Lebensbereiche im System Merkel, die auch mit einer Einschränkung wichtiger Menschenrechte in Deutschland einhergeht. Allen voran jenem auf Meinungsfreiheit. In diesem Zusammenhang spricht nun die auflagenstärkste Tageszeitung der Schweiz, der Tagesanzeiger, sogar von einer Rückkehr der Meinungspolizei. George Orwell 1984 lässt wieder ganz ordentlich grüßen. Pressburg, Slowakei. Die slowakische Regierung hat Pläne für ein Gesetz vorgestellt, das der Polizei mehr Befugnisse für Aktionen in Roma-Siedlungen zuerkennt, beispielsweise auch bei geringen Vergehen wie Ruhestörung. Neben mehr Polizeipräsenz sollen in besonders problematischen Roma-Siedlungen künftig zusätzlich zivile Bürgerwachen patrouillieren. Außerdem soll eine eigene Roma-Kriminalitätsstatistik eingeführt werden. Die Regierung will damit Roma-Straftaten besser dokumentieren. Wien, Österreich. Gewalttäter, Jugendbanden, Rabiate, Obdachlose. Bei den Wiener Linien werden alle anderen besser geschützt als wir Fahrer und die Fahrgäste, packte ein langjähriger Buschauffeur in der Krone aus. Trotz generellem Waffenverbot für Buslenker sagte er, unbewaffnet getraue ich mich nicht mehr, einen Nachtbus zu lenken. Das machen andere Kollegen genauso. So weit sind wir gekommen. Deutschland, Muselschüler. Jeder Dritte, 29,9% der muslimischen Schüler, die Angaben machten, kann sich gut vorstellen, selbst für den Islam zu kämpfen und mein Leben zu riskieren. Der Aussage, die islamischen Gesetze der Scharia, nach denen zum Beispiel Ehebruch oder Homosexualität hart bestraft werden, sind viel besser als die deutschen Gesetze, stimmten 27,4% zu. Sollten echt mal langsam anfangen, sich einen Kopf anzuschaffen mit Wasserspülung, damit mal wieder der Verstand nachrutscht. BRID-Migrantenimportflüge. Es hatte Gerüchte gegeben, dass Flüchtlinge mit Chartermaschinen eingeflogen werden. Heimlich, nachts. Die Meldungen wurden als rechtsradikale Verschwörungstheorie und als Fake News abgestritten. Nun liegen Zahlen vor. Der AfD-Abgeordnete Brandner hatte eine Anfrage gestellt. So kam ans Tageslicht, dass der Skandal noch größer ist als ursprünglich angenommen. Aber alles nur Verschwörungstheorie. Addiert man Zahlen, die durch das Bundesinnenministerium die eingeräumt wurden, ergibt sich die Gesamtzahl von 45.766. Berlin, Familienprobleme. Familien ohne Wohnung, dieses Randphänomen wurde in Berlin innerhalb kurzer Zeit zum Problem, sagte Sozialarbeiterin Schröder. Vor allem gehe es nicht allein um Roma-Familien, so Schröder. Das Problem sei in der deutschen Mittelschicht angekommen,
fügte sie hinzu. Bestimmt auch nur eine Verschwörungstheorie. BRID Deutschland Steuererhöhungen. Weil es in den vergangenen Jahren keine Steuererhöhungen gab, nicht nur weil sie wie heute vollkommen unnötig sind, sollen nun die Steuern erhöht werden, damit die Kassen noch voller werden und für die Einheimischen und die Infrastruktur noch weniger da ist. Denn die Welt retten kostet nun mal eine Mark und 50. Mhm. Sind wir alle zuständig, um die Welt zu retten? Toll. Die gute Nachricht. Die Zahl der Organspender in Deutschland hat 2017 einen neuen Tiefpunkt erreicht. Nach den Statistiken der Deutschen Stiftung Organtransplantation gab es nur 797 Spender. Das sind 797 zu viel. 60 weniger als im Vorjahr. Der niedrigste Stand seit 20 Jahren, teilte die Motz-Stiftung mit. Im internationalen Vergleich war Deutschland bisher im unteren Mittelfeld. Jetzt stehen wir im Vergleich fast hinter allen anderen westeuropäischen Ländern. Weiter so. Ich hoffe, es begreifen noch mehr, dass man aus dem Toten keine lebenden Organe rausholen kann. Und die zweite gute Nachricht, die Teilung der Erde. Nehmt hin die Welt, rief Zeus von seinen Höhen den Menschen zu. Nehmt, sie soll euer sein. Euch schenke ich sie zum Erb und ewigen Leben, doch teilt euch brüderlich darein. Da eilt, was Hände hat, sich einzurichten, es regte sich geschäftig jung und alt. Der Ackermann griff nach des Feldes Früchten, der Junker bürschte durch den Wald. Der Kaufmann nimmt, was seine Speicher fassen, der Abt wählt sich den edlen Firnewein. Der König sperrt die Brücken und die Straßen und sprach, der Zehnte ist mein. Ganz spät, nachdem die Teilung längst geschehen, nahte der Poet, er kam aus weiter Fern. Ach, da war überall nichts mehr zu sehen und alles hatte seinen Herrn. Weh mir, so soll ich denn allein von allen vergessen sein, ich, dein getreuster Sohn? So ließ er laut der klare Ruf erschallen und warf sich hin vor Jovis Thron. Wenn du im Land der Träume dich verweilet, versetzt der Gott, so hadre nicht mit mir. Wo warst du denn, als man die Welt geteilet? Ich war, sprach der Poet, bei dir. Mein Auge hing an deinem Angesichte, an deinen Himmelsharmonie mein Ohr. Verzeih dem Geiste, der von deinem Lichte berauscht das Irdische verlor. Was tun, spricht Zeus, die Welt ist weggegeben. Der Herbst, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein. Willst du in meinem Himmel mit mir leben, so oft du kommst, er soll dir offen sein. Und das Ganze stammt von Friedrich Schiller. Und das war's mal wieder für heute. Wie immer bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen, fürs Zuhören. Ich hoffe, die Schwierigkeiten mit den Kommentaren haben sich gegeben. Es war leider wirklich so. Es waren mehrere Leute, denen das aufgefallen ist. Aber schauen wir mal weiter. Ich wünsche allen einen wunderschönen Montagabend und verbleibe wie immer mit vielen lieben Grüßen an alle, eure Biene vom Honigmann. Und tschüss.